Hey Leute, cool, dass ihr wieder da seid. Wir wollen uns heute meinen nächsten Verbis-Vermerk anschauen. Falls ihr euch fragt, woher ich meine Verbis-Vermerke habe, das ist ganz einfach. Ich habe eine vollumfängliche DSGVO-Anfrage gemäß Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung an mein Jobcenter gestellt, musste ein paar Mal nachhaken und hatte dann irgendwann alle meine Verbis-Vermerke und noch einen ganzen Haufen anderer Sachen bekommen, die wir jetzt gemeinsam durchgehen. Ich kann das nur empfehlen, das ist super interessant. Die Vorlage für eine vollumfängliche DSGVO-Anfrage, die verlinke ich euch hier unten in der Videobeschreibung. Die müsst ihr eigentlich nur an euer Jobcenter schicken, falls die nicht reagieren in einem Monat, sich dann beim Datenschutzbeauftragten beschweren, der aber im Moment anscheinend auch nicht reagiert, wie ich von ein paar Mitgliedern aus der Community gehört habe. Aber das ist auf jeden Fall theoretisch der Weg, mit dem es gehen sollte und mit ein bisschen Druck kriegt man auf jeden Fall seine Daten. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung gewesen. Wir schauen uns jetzt, wie gesagt, gleich meinen nächsten Verbis-Vermerk an. Wir waren jetzt das Jahr ALG 1, das haben wir schon hinter uns. Jetzt bin ich im Jobcenter St. Pauli angekommen. Wir kommen gleich zu meinem zweiten Telefongespräch mit meiner ersten richtigen Jobcenter-Fachkraft. Und bevor wir uns den Vermerk aber angucken, das hatte ich ja im letzten Video schon gesagt, ich hatte ja auch immer damals vor 3 Jahren oder wann das war, immer ein Video bei den Telefonaten gemacht. Und ich wollte jetzt so eine Reaction erstmal ausprobieren, dass wir uns gemeinsam das Video aus der Vergangenheit anschauen und danach den Vermerk lesen, den die Fachkraft dazu geschrieben hat. Wie das funktioniert, ob das funktioniert, das sehen wir gleich. Falls ihr euch erinnert, ich hatte in dem letzten Gespräch meiner Fachkraft gesagt, dass ich an der wissenschaftlichen Studie arbeite und noch circa 4 bis 6 Wochen brauche. Und genau 4 Wochen später, also einen Monat später, hatte ich den nächsten Termin. Und wir schauen jetzt einfach erstmal in das Video, das ich damals gemacht habe. Willkommen bei Hartz IV für Future. Der Kanal, der hieß ganz am Anfang Hartz IV for Beginners, dann Hartz IV for Future. Jetzt ist das Ganze die Jobcenter Academy. Wer weiß, was hier noch draus wird. Aber ich glaube, die Jobcenter Academy, damit, die finde ich eigentlich auf jeden Fall ziemlich gut. Ich glaube, das bleibt noch eine Weile. Es sei denn, ihr habt irgendwelche besseren Vorschläge. Zu meinen Haaren wollte ich auch noch kurz sagen. Ich hatte damals so eine Haarseife benutzt, weil ich kein Plastik verwenden wollte, wegen den Shampoos und der Spülung. Aber diese Haarseife hat meinen Haaren nicht sonderlich gut getan. Aber weiter geht's. Ich habe gleich meinen nächsten Beratungsteam mit meinem Berater vom Jobcenter vorbereiten auf diese Termine. Tue ich mich inzwischen nicht mehr. Am Anfang habe ich mich immer sehr minutiös, naja, sehr kleinlich vorbereitet auf die Termine mit Fragen und alles Mögliche. Jetzt war ich aber schon ein bisschen spontaner, glaube ich. Das wird schon gut gehen. Außerdem weiß ich ja jetzt auch, dass mein Berater beim Jobcenter an mich glaubt. Ich hatte dem ja von meiner Projektidee erzählt. An mich glaubte. Damals habe ich aber auch noch nicht den Verbis-Vermerk gelesen, den er über mich geschrieben hat, wo es eher so wirkt, als ob er nicht wirklich an mich glaubt oder hören will, was ich sagen wollte. Das haben wir ja im letzten Video gesehen. Leider hatte ich beim letzten Mal zwar Aufnahme gedrückt, aber wohl dann irgendwann auf Stopp gedrückt. Darum konnte ich euch das alles gar nicht im Detail Das zeigen. stimmt, das habe ich ja auch schon vermutet, dass ich, weil es beim letzten Telefonat gab es kein Video zum Telefonat, sondern nur eine Kurzzusammenfassung nach dem Telefonat. Da bin ich wohl wirklich auf den Stoppknopf gekommen. Auf jeden Fall hatte ich ihm von meiner Projektidee erzählt, ein Exposé für eine Doktorandenstelle zu schreiben. Und er hat gesagt, 1 bis 2 Monate geht er damit. Wenn man sowas vorhat, dann wird es natürlich danach noch, wenn das irgendwann fertig geschrieben ist, noch mehrere Schleifen nach sich ziehen, wie einen
Doktorandenvater oder eine Doktorandenmutter zu suchen und danach eine Finanzierung zu suchen. Das heißt, diese 1 bis 2 Monate, die er mir gesagt hat, die er da mitgeht, davon gehe ich aus, damit meinte er die Vorbereitung des Exposés. Und danach würde das natürlich weitergehen, aber das weiß der Berater, der ist ja von intensiv beraten und vermitteln und kennt sich mit Akademikern aus. Das heißt aber, dass ich mich eigentlich freue, dass er mitgeht, weil das heißt für mich, ich hatte vorher noch gar niemanden wirklich so von meiner Projektidee viel erzählt und dass der Mensch vom Jobcenter sagt, er geht da mit, heißt für mich, das Jobcenter glaubt an mich und an meine Idee und das gibt mir natürlich viel Energie weiterzumachen. Wo ich jetzt auch im Nachhinein sagen muss, auch wenn ich mit der Fachkraft damals gar nicht so zufrieden war, hat dieser Mensch mir ja wirklich Zeit gegeben, um mein Ziel zu verwirklichen. Genauso wie jetzt meine Fachkraft ja auch mir die Chance gibt, meine Selbstständigkeit hier auf YouTube aufzubauen. Das heißt, auch wenn ich immer nur die Kritik am Jobcenter zum Ausdruck bringe, weil da fehlt es natürlich die ganze öffentliche Darstellung, die zeigt ja immer nur die Kritik an den Arbeitslosen. Das heißt, hier geht es ja darum, das Jobcenter ein bisschen zu kritisieren, muss ich jetzt aber doch sagen, also eigentlich haben die ja immer ganz lieb mitgemacht. Da ist auch schon. Hallo, schönen guten Morgen. Genau, also ich arbeite weiter intensiv an dem Exposé. Bin jetzt auch in Arbeitsschritt endlich gekommen, wo ich konkretisiere die Methoden und alles zusammensetze. Und bin da eigentlich zuversichtlich. Zwischendurch hat man manchmal ja die Momente, wo man gar nicht weiß, ob das alles irgendwann Sinn macht, aber es passt alles zusammen und ich bin jeden Tag dabei, auch also so und hoffe, also ich glaube schon, dass ich in einem Monat ist jetzt, glaube ich, realistisch, dass ich das so weit fertigstellen könnte, dass ich damit die Leute ansprechen kann. Ich habe wirklich sehr intensiv daran gearbeitet. Wenn ich irgendeine Projektidee habe, dann mache ich das eigentlich gerne und mache das auch den ganzen Tag. Und habe mich hier mit der Zeit aber wirklich verschätzt. Das hat alles viel länger gedauert als jemals geplant. Auch hier, das wird noch spannend. Jetzt habe ich ja wieder hier 4 Wochen neu angekündigt. Von den 4 bis 6 Wochen sind es dann jetzt wohl schon insgesamt dann 8 Wochen geworden. Ich bin gespannt, wie viel es dann am Schluss werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, aber ich hatte ja am Anfang auch, als ich angefangen habe, gedacht habe, vielleicht brauche ich 2 Wochen und das hat dann ja bis jetzt 4 Monate gedauert. Das heißt, wenn ich jetzt sage, 4 Monate, da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Okay, vielleicht hatte ich schon länger angefangen. Ja, ich glaube, ich hatte schon angefangen, bevor ich überhaupt dem Mitarbeiter vom Jobcenter gesagt habe, dass ich noch 2 Wochen brauche. Da hatte ich, glaube ich, schon wahrscheinlich ein paar Monate vorher mit angefangen und ganz am Anfang mal gedacht, sowas macht man in 2 Wochen. Wäre wahrscheinlich auch klug gewesen. Ich bin da wohl zu sehr ins Detail. Ich hätte vorher vielleicht schon Leute mit der Idee ansprechen müssen, bevor ich das alles so im Detail ausarbeite und am Schluss gar keine Energie mehr habe oder Lust, da auf die Suche nach irgendwelchen Doktoreltern zu gehen. die 4 Wochen, dann könnten es am Ende auch 5 oder 6 werden. Aber ich sag mal, es ist jetzt irgendwie realistisch. Ich sehe ein Ende in Sicht. Das ist ein Licht am Tunnel. Und ich glaube, ich werde auch mit dem Gesamtresultat ganz zufrieden sein. Ich war wirklich sehr zufrieden und glücklich, als es irgendwann fertig wurde. Aber genau, das sehen wir dann irgendwann anders. Kann Ihnen aber zudem noch auch eine andere positive Nachricht sagen. Ich habe mich heute Morgen sogar auf eine Stelle beworben. Und zwar, ich hatte Ihnen ja auch erklärt, dass ich da, warum es so schwierig ist. Und da hatten wir eigentlich auch gedacht, es gibt nicht wirklich viele Stellen, auf die ich mich bewerben würde. Falls ihr es nicht wisst, warum es mir so schwerfällt, mich auf Stellen zu bewerben, ist das, egal welches sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnis du hier in diesem Land eingehst, deine Steuern werden verwendet, ob du es willst oder nicht, gegen deinen Willen für alle möglichen Völkerrechtsverletzungen, menschenverachtende Verbrechen, unter anderem Frontex. Und ich wollte nicht, um mir hier mein schönes Leben in Europa, im Wohlstand, easy life, easy going,
Wollte ich kein Blut an meinen Fingern kleben haben. Darum habe ich mich ein bisschen schwer getan, habe aber doch Auswege gesucht, wie man hier sieht, um irgendwie meinen moralischen Konflikt zu, ja, damit umzugehen und trotzdem konstruktiv zu sein. Habe aber eine zufällig gefunden, wo es darum geht, Öffentlichkeitsarbeit sozusagen in Social Media zu machen, in Bezug auf EU-Migrationspolitik. Und da geht es um eine leitende Stellung in der Öffentlichkeitsarbeit, wo ich so denke, wow, wenn man sowas kriegt, dann könnte man auch sozusagen damit leben, dass man dieses System irgendwie unterstützt. Das wäre auf jeden Fall nötig gewesen, wenn wir sehen, was mit der EU-Migrationspolitik, Stichwort GESA, gerade passiert und das individuelle Asylrecht einfach komplett abgeschafft wird und niemand was sagt. So. Wenn man gleichzeitig dabei arbeitet, es auch zu verändern. Wie viele Chancen ich jetzt bei der Bewerbung habe, weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall eine abgeschickt, damit Sie jetzt wissen, auch da passieren auch manchmal Sachen, auch wenn natürlich nicht oft, aber dass es da eine Stelle gab, für die ich mich beworben habe. Das war auf jeden Fall auch immer meine Strategie, der Fachkraft auf jeden Fall möglichst viele Sachen an die Hand geben, die sie in ihr System eintragen kann, Sachen, die der Fachkraft Hoffnung machen, damit dann weniger Druck von der Fachkraft auf dich oder also auf mich kommt, damit, weil man selber aktiv ist. Ja, obwohl ich jetzt natürlich jetzt gar nicht, weil ich noch ist ja mein Fokus, also meine Hauptkonzentration liegt ja im Moment wirklich auf der Vorbereitung von diesem Exposé. Und ich bin jetzt nebenbei nicht wirklich viel an Stellen suchen, aber die ist sozusagen, die hat mich gefunden, so wie man es sich ja wünscht. Und mal schauen, vielleicht wird dir was draus. Ja, ich gebe mir unter den bereits angesprochenen moralischen Einschränkungen die größte Mühe, mich breitflächig zu bewerben. Ich bin immer, ich habe mir immer mehr Mühe gegeben, auf jeden Fall sehr kooperativ und mitwirkungspflichtig zu sein. Okay, super, danke schön. Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Oberstes Ziel ist es natürlich, mich in eine versicherungspflichtige. Jetzt sehen wir also, jetzt wird so mein Resümee kommen. Von diesem Gespräch. Ich bin gespannt, gleich, wenn wir uns dann das Resümee von der Fachkraft anschauen im Verbiesvermerk, ob wir da dasselbe mitgenommen haben aus diesem Gespräch. Anstellung zu unterbringen, auch wenn jetzt mein Mitarbeiter bei meinem Exposé-Idee mitgeht, aber ich soll mich trotzdem intensiv, tief bewerben und breitflächig bewerben. Irgend so ähnlich war die Formulierung, wo ich so denke, erstens hatten wir das letzte Mal, hatte ich ihm ja genau erklärt, warum das nicht geht. Denke ich so, gut, vielleicht hat er da jetzt, das weiß er wohl noch. Das hatte ich ihm genau erklärt, aber ich glaube, der gute Mensch hatte mich ja immer wieder in meinem ausufernden Redefluss unterbrochen. Das heißt, ich glaube, der hat das nie verstanden und mir gar nicht zugehört. Und zweitens, umso mehr ich mich bewerbe, umso weniger Zeit habe ich, um mich auf mein anderes Projekt zu konzentrieren. Aber das ist dann ja gut, falls ich nächste Woche nämlich nicht rechtzeitig fertig, in 4 oder 5 Wochen noch nicht fertig bin, kann ich natürlich darauf verweisen, dass ich es nicht geschafft habe, weil ich so viel und zeitintensiv mich beworben habe. Vielleicht schaffe ich es dann ja auch. Smarte Idee. Ganz viel Geld dafür, da kennt man ja, was waren es? 500 Euro maximal für Bewerbungen, müsste ich nochmal in den alten Videos nachgucken. Vermittlungsbudget, da rede ich vom Vermittlungsbudget. Für jede verschickte Bewerbung bekommt man ja Geld vom Jobcenter. Wenn man das vorher beantragt, dann kriegt man da so eine Liste und kann dann immer. Oh, vielleicht sollte ich das jetzt mal machen, um ein bisschen. Nee, jetzt macht das ja keinen Sinn. Aber auf jeden Fall kann man auf jeden Fall ein paar Euros theoretisch rausholen. Ist Jobcenter abhängig, wie viel man da kriegt. Bei manchen Jobcentern kriegt man für die elektronischen, glaube ich, nur ganz wenig oder gar nichts. Aber ich glaube, in Hamburg waren es auch 2 oder 3 Euro, die man pro elektronischer Bewerbung bekommt. Das heißt, wenn man irgendwie eine
nette Standardbewerbung hat und die einen keine unnötigen Probleme bringt, aber dem Jobcenter konform ist, dann kann man auf jeden Fall ein bisschen Cash dazu verdienen. Und falls man sich sowieso bewirbt, dann muss man das Geld ja nicht durch die Lappen gehen lassen. Aber da könnte man sich ja auf jeden Fall 2 € pro elektronische Bewerbung, wenn ich mich intensiv bewerben soll, dann kann ich damit natürlich auch Big Cash machen beim Jobcenter. Sonst glaube ich, hatte der jetzt, ging ja wirklich schnell, 5 Minuten. Ich hatte ihm von dieser Stelle erzählt, wo ich mich beworben habe. Das war wirklich auch nur zufällig und das war aber gut. Es ist immer gut, diese Menschen am Telefon ein paar Sachen an die Hand zu legen. Das heißt, hier mein Tipp, einfach viel sagen, was man macht und wie beschäftigt man ist. Und wenn der Mensch was sagt, zuhören und nicken und sagen, ja, stimmt. Sehr guter Tipp, glaube ich, eigentlich im Nachhinein, dieser ausufernde Redefluss. Ich glaube, der hat bei meiner Fachkraft wahrscheinlich den Wunsch auch ausgelöst, die Gespräche kurz zu halten, glaube ich. Es hat ja nur 5 Minuten gedauert. Ich glaube, wahrscheinlich wollte er sich nicht nochmal alles anhören. Dann hätte er ja irgendwann wahrscheinlich sich auch ein paar Fragen stellen müssen, was er macht, warum, wieso. Gibt bestimmt irgendwann bald wieder Tipps, spätestens in 4 bis 5 Wochen, aber vielleicht schaffe ich sie auch wirklich, diese extra tollen Spartipps, die ich schon im Kopf habe, beziehungsweise auch schon teilweise umsetze, mit euch zu teilen. Ja, damals hatte ich immer nur Videos gemacht, ganz am Anfang, wenn ich Post bekommen habe vom Jobcenter oder wenn ich Anrufe hatte vom Jobcenter und hatte da, glaube ich, Spartipps auch noch. Eine Idee, eine Playlist zu machen für Spartipps, da ist aber, glaube ich, nie so viel draus geworden. Ich glaube, ich hatte einmal einen Spartipp, dass man Socken, die Löcher an den Fersen haben, einfach umdrehen kann und dann das Loch vorne in der anderen, da der Fußball getragen kann. Dann tut es an der Ferse nicht weh. Damit kann man die Socke noch mal ein bisschen länger nutzen. Aber ich habe ja noch viele Projekte. Aber bis dann, tschüss! Das war auf jeden Fall das Video von damals. Jetzt schauen wir uns mal an, was denn der gute Mensch in den Verbis-Protokoll dazu geschrieben hat. Der Verbis-Protokoll ist vom 6.5., das heißt genau einen Monat nach dem letzten Termin. Dann steht hier wieder telefonisch, wir sind ja immer noch in Corona. Beteiligte, keine Angaben. Wo ich mich frage, ob er da schon irgendjemanden hatte, der am Telefon zugehört hat, weil das ja auch dieselbe Fachkraft ist, die mich damals konfrontiert hat. Dazu kommen wir bestimmt in einem der nächsten Verbis-Vermerke mit meinem YouTube-Kanal. Und wenn hier steht, keine Angaben, frage ich mich, ob er damals schon jemanden an seiner Seite hatte, der mitgehört hat. Betreff Sachstandsgespräch, Steh-A-Suche, wo ich mich immer noch frage, was heißt Steh-A, Stellenanzeige, Stellenangebote, keine Ahnung. Auf jeden Fall dann Text. Frau berichtet über die Fortschritte beim Erstellen ihrer These zur Vorlage bei möglichen Stiftungen. Ich weiß nicht, habe ich das Wort Stiftungen verwendet? NEA ist sie damit in circa 4 Wochen mit durch. NEA, weiß ich glaube ich immer noch nicht, was das heißt. Und hier heißt auch wieder die Rechtschreibung ein bisschen komisch. Von allen Fachkräften, die ich im Jobcenter bis jetzt, beziehungsweise die anderen bei der Agentur für Arbeit hatten, irgendwie eine bessere Grammatik als der gute Mensch vom Jobcenter. Parallel hat sie sich für eine Stelle im Migrationsbereich beworben. So kann man das auch nennen. Dies kann sie gut mit ihrem moralischen Kompass vereinbaren. Wiederholt wurde Frau Blablabla vom AV angesprochen, dass eine Bewerbung ein guter Anfang ist, aber für den Integrationserfolg nicht ausreicht. Ja, das hat er gesagt. Frau Blablabla ist ein für sie moralisch und gesellschaftlich wertvoller Job von hoher Wichtigkeit. Das stimmt. Das hat er jetzt verstanden. Steh-A-Suche positiv und per Postversand. Steh-A-Suche Postversand. Heißt das, ich habe einen Vermittlungsvorschlag bekommen? Was ist die Steh-A-Suche positiv? Das sind so Jobcenter Geheimsprache. Neuer Termin wurde gegeben.
Das heißt, es wird spannend. Der neue Termin steht schon fest. Wie wird es weitergehen mit der wissenschaftlichen These, an der ich arbeite? Werde ich mich auf das Stellenangebot bewerben? Es bleibt wieder mal spannend im Jobcenter und genau, wir werden es auf jeden Fall erfahren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie fandet ihr das Reaction-Format? Soll ich das wieder machen? War das eher nervig für euch? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf. Bis bald und tschüss.